Was zum, so oder wie Volkan immer sagt, zum Sneaken. Ach, damit, ich habe die Quelle wieder auf 1440. Weil es in dem Punkt einen großen Unterschied macht, aber. Und ich spiele Korea, Kapi. Schon gewonnen. Ja, Mann. Wir müssen uns verbünden und dich töten. Und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Königin Seondiok, die Sterne sagen, dass ihr Korea zu wahrer Größe führen werdet. Baut Seowon, um eurem Volk Bildung zu geben, denn die Geheimnisse der Welt warten darauf, entdeckt zu werden. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich gehe jetzt zuerst, ich gehe aber zuerst ein bisschen auf Religion, habe ich gehört. Ich glaube, das mache ich aber jetzt immer. In Vietnam. Du bist Vietnam? Oh, cool. Können nur auf Regenwald, Sumpf oder Wald Geländefelder gebaut werden? Also gefühlt überall. Nee, auf normalen Dings nicht. Aber, ja, ich meine, fast alles, in der Regel ist fast alles irgendwie immer Wald. Irgendwie Sumpf, Regenwald und so. BB Tobi. Was ist das alles wieder? Yannick ist Vietnam. Vietnam ist cool, die sind richtig nice. Ich bin die Korea. Die haben Elefanten, Alter. Die haben einfach Elefanten und die eine, das richtig bastet. Also die ist End-OP. Oh ja, Spezialbezirk. Aber ich kann schon Segeln erforschen. Was haben ich? Oh, wobei, das kann ich so oder so. Hm. Was brauche ich denn als erstes? Ich brauche Bergbau. Ich brauche Tierzeug. Ja, geil. Was? Den ersten 10 Runden keinerlei Spezialbezirk bauen können, auch gut. Ja, warum nicht? Wenn ich auf dem Luxusgut das baue, ist ach das so weg, oder? Ja, du kannst auf Luxusgütern keine Bezirke bauen. Hä? Du kannst auf Luxusgütern keine Bezirke bauen. Nee, ich meine, aber wenn ich auf Luxusgüter meine Stadt gründe, dann ist das Luxusgüter. Nee, dann hast weg. Ja, also du kannst das dann halt nicht verbessern, aber du kriegst das Luxusgut dann trotzdem als, als quasi Währung. Und wenn du dann quasi das Luxusgut nochmal als Feld hast, dann kannst du es eigentlich auch gleich auf Industrie machen. Weil es das dann so zählt, als dass du es schon gut, hast. Dann muss ich da hingehen, weil alles andere ist schwachsinnig. Die harvesten das dann. Du kannst deine Bezirke ja nur auf Regenwald, normalem Wald und Sumpf, glaube ich, bauen. Was jetzt? Bitte lädt, bitte warten. Bitte warten. Was ist jetzt los? Hat da jetzt ein Spiel dabei? Hast du öffentlich gemacht? Oh mein Gott. Du hast öffentlich gemacht, oder? Lädt Markus. Neu. Ja, gut, Oscar. Ja. Lass mal liefen. Kann ich das noch zumachen? Nein. Kann ich den kicken? Nein. Also, du kannst ihn zwar kicken, aber da wird jede Sekunde einer reinschauen. Du musst neu machen. Ja, gut, das sind bloß die Spieloptionen. Ich kann das. Ja, damit ich kann. Man kann das nicht mehr ändern. Ah, okay. Einmal öffentlich ist immer öffentlich. Ich dachte, ich hätte draufgeklickt. Nein, dann musst du es schon machen. Ja, okay. Man muss halt das alleine spielen. Sag mal, Leute, kann eine Sprite ablaufen? Wie? Ob eine Sprite ablaufen kann? Kommt darauf an, was es für eine ist. Also in der Regel. Eine normale Sprite. Also alles kann ablaufen, was ein Datum hat. Aber ob du einen Unterschied merkst. Das ist halt bloß scheiße dann. Also, es kommt darauf an, wenn es eine normale Sprite wie ist. Schlecht, wie schlecht wäre es, wenn da 31.01.19 draufstehen würde. Ja, es schmeckt halt nur scheiße. Der Geschmack, also das verliert halt ein bisschen an Geschmack. Die schmeckt nicht mehr so intensiv. Ich habe auch noch eine abgelaufene Sprite da. Ich meine, es ist nur Zucker. Also.
Also Schimmeln wird dir... Solange die zu ist, ist alles egal. Also Tobi, ich kann dir versichern, die Sprite wird auf jeden Fall nicht schimmeln. Vor allem, wenn du sie jetzt trinkst. Solange es verschlossen ist, das Ding ist ja konserviert. Ja, verschlossen ist es schon, aber die hat irgendwie keine Kohlensäure mehr. Die schmeckt irgendwie richtig. Yeah. Ja, die schmeckt halt richtig. Das ist halt Zitronenwasser. Die schmeckt halt richtig, richtig wack. Das ist ja das, weil die Kohlensäure, die hält halt nicht so lange. Die geht irgendwann raus. Ja, das ist das Einzige, was passiert. Am schlimmsten ist es, wenn du Zero-Sachen hast, weil der. Süßstoff. Der Süßstoff, den die benutzen, der verfliegt halt dann irgendwie nach. Keine Ahnung, nach gewisser Zeit und dann schmeckt es halt nach. Da kannst du gleich Wasser saufen eigentlich. Weil es schmeckt gleich. Wobei eigentlich nee, gut, das schmeckt schlimmer als. Dann bin ich im nächsten Lade, bin gleich nochmal was zu tun. Ich habe auch noch abgelaufene Sachen da. Aber es liegt halt einfach daran, weil ich das dann immer günstiger kriege. Und bevor wir das wegschmeißen, nehme ich das lieber mit. Schon, ja. Und bevor es ewig rumsteht, weil die das nie zurücknehmen am Ende. Ist auch immer wack. Ja, nee, wobei ich kann. Ja, gut, in dem Punkt, Sprite kann ich eh nicht zurückschicken. Boah, morgen wird das wieder richtig AIDS. Holy shit. Naturwunde, Ressourcen. Lassen wir auch Standard, legendär. Also, ich geh jetzt nochmal alles durch. Also, ja, jetzt private Spiel. Ausgemacht? Ha? Ja, privates Spiel. Privates Spiel habe ich jetzt, habe ich jetzt den Haken wirklich reingemacht. Sehr gut. Dynamische Runden, Standard, Kontinente, Inseln, Standard, legendär, Kooperation, Geheimgesellschaft, Punkte Sieg aus, keine Rundenbegrenzung und jo, passt. Okay. Also mache ich jetzt immer zwei offene Plätze. Na, lade ich Tobi mal ein. Ach, da habe ich Tobi. Na, hier Spiel beitreten. Ich bin beigetreten schon. Habe ich jetzt Yannick oder dich eingeladen? Nee. Aber ich bin beigetreten. Muss mal Tobi in die Liste da oben mit reinziehen. Friedrich Babel auch so. Ich muss den ganz untersten KI noch umstellen. Wie? Ich hab doch jetzt. Okay. Alles in Kaiser. Jo, okay. Bis gleich. Jo. Ey, wenn ich Glück hab, spiele ich mit Mongolei. Von den ersten Anzeichen und ich will Japan. Bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Die große Welle des Buddhismus folgt euch, Shiken von Japan, Hojo Tokimune. Euer Volk versteht, was wahres Gleichgewicht ist und selbst eure besten Samurai werden sie... Einheiten erleiden keinen Schaden durch Hurricanes, holy shit. Das Bastard. Zehn Runden für einen Speer, Alter. Was ist das denn? Oh, verdammt. Ich muss mich echt überlegen. Soll ich das? Hä? Was? Ach, schon wieder. Oh, ey, wow, alles okay. Ich hab's irgendwie mit meinen Starts, ne? Ich schon so. Warte mal. Oh doch, ich bin komplett auf Asien.
So, Subboys. Oh. Was haben wir denn hier? Legendären Start, ehrlich? Ich hab legendären Start gemacht, ja. Nice. Ich hab ein Luxusgut in meiner Nähe. Ich hab auch eins. Ja, ich hab zwei. Erstmal Tierzucht. Speer. Welches Feld? Ein zweiten Kontinent. Ich krieg einfach nur einen Kontinent. Wer bist du? Nur Fähigkeiten. Japan. Einfach Japan. Der heimische Orden. Was bringt denn der? Der hermetische. In der Zimmer freigeschaltet, deckt die Ressourcen auf der Karte auf. Das sind cool, diese Felder. Auf denen kannst du halt nichts bauen. Ja. Aber die geben allen deinen Bezirken, die du da downbaust, plus zwei Nachbarschaftsbonus. Also und die gute, haben ne? später im Verlauf. Ja, was heißt gut? Keine Ahnung, es kommt ja darauf an. Wenn du glauben gehst, dann sind halt die leeren Dings, die am allerbesten. Ich meine, dieser hermetische Orden, der ist. Ich meine, ist nicht schlecht. Keine Ahnung, kommt darauf an. Die sind halt mehr so auf Wissenschaft ausgelegt. Ich nehme die, glaube ich. Oh, ich habe einen neuen Kontinent entdeckt. Wie heißt der? So, das ist mein Kontinent. Asien. Haben wir Inseln? Ja, Mann. Wir haben Inseln, oder? Kontinent und Inseln. Aber ich bin auch auf Asien. Du bist auf Asien? Oh Mann. Oder. Ich bin auf einer Insel. Meine Insel ist 2 Zentimeter groß, Alter. Oh, das ist mir auch schon mal passiert. Und zwar ganz oben, Alter. Vielleicht gehe ich da runter und dann sehe ich Tobi. Wo ist die Weizenfelder? Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Ah. Also mach keinen Krieg mit ihm. Obwohl, doch, jetzt kannst du ja. Ah, jetzt habe ich die leeren Sänger entdeckt. Schnell. Ich habe noch gar niemanden. Lol, das ist gerade einfach schon 2 Bevölkerung. Ich will halt einfach keiner kontaktieren. Ich habe Naturwunde entdeckt. Was haben wir jetzt eigentlich? Oh, hermetische Standard Orte. Oder schnell? Standard. Ja, wir sind Standard. Wenn du 10 Runden für Bergbau brauchst, dann. Standard, ja. Standard. Nicht Standard. Echt? Weil ich kann jetzt schon was einfühlen. Ja, welcher bist du denn? Australien. Ja, wie viel Kultur kriegst denn du? 4,2. Ja, ja gut. Du hast doch 4-mal so viel Kultur wie wir. Ah, okay. Wieso? 3-mal so viel, ich krieg 1,5. Achso, ja, 1,2. Schlechtes Leben. Das ist Naturwunder, ne? Das bugt mich halt ein bisschen. Bist du neben Paititi gespawnt oder was? Ja. Ja, alles klar. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ich hab nur ein Luxusgut neben mir, by the way. Ja, Mann. Dafür hab ich halt nur ein Luxusgut neben mir, ja. Ja, beschwert dich zuerst. Ja, nur ein Luxusgut. Oh, Naturwunder. Beschwert dich erstmal richtig krass. Und dann ich krieg ja plus, ich krieg ja 4,5 Kultur pro Runde, by the way. Das hab ich ja jetzt auch erst gesehen, ja. Was ich jetzt plus so viel krieg. Typisch deutsch, ey. Erstmal beschweren. Ja, Mann. richtiger Allmann-Move. Richtiger Allmann, Alter. Religion, oder? Ja, moin. Alles sehr cool, wa? Oh nein, ich hab... Wer seid ihr denn? Kanada. Oh, gar keinen Bock. Kanada ist aber nicht... Also, die sind einfach zu besiegen. Auch erstmal auf Religion gehen. Nicht, die sind defensiver Ziff. Eigentlich nicht einfach zu besiegen. Was will ich denn eigentlich? Was brauche ich als nächstes? Das oder das? Ja. Machen wir es das, dann das, dann das, dann das.
Nice. Wenn der Barbarenspeer erstmal direkt neben meine Stadt läuft und sich somit einsperrt. Schlauer Typ, I guess. Ja, Mann. Er hat nur noch einen Weg, den er laufen kann. Wenn er da reinläuft, dann ist er tot. Eine Frage, wenn ich das jetzt auf einem Bezirk stelle, der halt was bewirtschaftet, ne? Also der Ertrag, ist der dann weg bei einer heiligen Stätte zum Beispiel oder bewirtschaftet die dann immer noch? Wie meinst du? Ja, wenn ich jetzt das dahin stelle, im Moment bewirtschaftet ein Gold, eine Nahrung, eine Produktion, eine Kultur. Ja, das ist da dann jetzt weg. Eine heilige Stätte, das ist dann weg, ne? Ja, also, wenn du jetzt Bezirk über dein Partitium baust, dann kriegst du ein Problem mit mir. Also wäre das dämlich. Mhm. Wenn das ein Luxusgut oder so, du baust einen Bezirk drauf, dann bewirtschaften die das weiter oder eine strategische Ressource. Ja, aber ich glaube, ich setze dahin. Da kriege ich plus 3. Plus 3. Was ist eigentlich das? Das sind das heilige Dingens oder was? Prophetenpunkte oder was? Das plus 3 oder was ist das? Bei den Bezirken. Wie meinst du plus 3? Wenn das plus 3 ist, ja, was da drauf ist, das heißt dann, dass du plus 3 Glaube kriegst pro Zug. Ja. Dann erhöht sich der ja, Ertrag gut, davon. Das ist aber schon. Plus 8 schmeckt schon, ne? Ja. Plus 8? Plus 8 schmeckt, mach ich. Naja, wenn du Naturwunder hast, ich weiß nicht, wie groß das ist. Ich weiß ja nicht. Naturwunder gibt. Richtig. Jetzt hat sich der Speer eingesperrt, jetzt ist er tot. Rippspeer. Und der Klippe kommt er nicht mehr runter. Der Klippe. Ich stehe mit 2 Einheiten vor ihm. Ich habe halt ein Barbarenlager direkt neben meiner Stadt. Das zurückgelaufen und bin ich gestorben, Alter. Im Moment, wenn man vorhat, eine Stadt zu gründen, neben Schwemmland, ich wusste, dass es Schwemmland ist, dann sieht, dass der Fluss überschwemmt ist und ich denke, oh, mache ich doch lieber ein Feld nebendran. Komm, Speer, kill den Speer. Ich habe einfach noch keinen Dingens gefunden, keinen Stadtstaat. Nein. Ich auch noch nicht. Ich verleibe mir jetzt danach erstmal das Wunder ein. Welches Wunder? Doch, ich habe hier unten einen. Cool. Ich habe hier Quobustan, das ist in der Nähe von meiner Stadt. Es gibt mir 3 Kultur, das sind 3 Felder, also 9 Kultur und jeweils 1 Produktion da drauf. Na, du hast auch ein Naturwunder entdeckt. Ja, das ist. Oder was? Das ist 4 Felder von meiner Stadt weg. Ja. Also bedeutet jetzt nicht so geil für mich. Weil will ich das? Wie viel brauche ich, um Pantheon zu gründen? 25. Will ich plus 1 Produktion in den Städten oder will ich jetzt Glaube kriegen? Ich mach Glaube. Weiß ich nicht. 25 Runden lang geht das schon. Verteidigung 6. Ne, wobei, ich lasse die erstmal noch heilen. Barbaren greifen mich ja so oder so an. Stimmt. Die Barbaren dürfen direkt neben deinem Dorf, neben deiner Stadt spawnen. Hm. Ja, ist bei mir auch so. Aber ich hab immerhin den Link killen können. Oh, die greifen doch nicht an.
So, ist die Frage, hat Bertil noch was geschrieben? Nein. Okay, also ich bin ganz oben am Rand von der Map. Alter, die Robe okay. Des Guru habe ich bekommen. Robe des Guru. Übrigens, Janik, ist deine Schwester eigentlich noch da? Ne, die ist jetzt schon wieder weg. Okay. Ja. Shit, die haben Speerschützen. Doch ein Feld weggehen. Muss ich den Speer wieder zurückholen. Oh, hey, wer ist denn das? Und ich habe. Alter, Tobi der gefunden. Fucking Asgar! Tobi, hilf mir mal. Alter, nee, oder? Wobei dein. Dein Speer wird gleich angegriffen. Der fucking Asgar ist einfach direkt neben mir. Echt jetzt? Wie weit bist denn du da? Oh mein Gott. Alter. Das ist Loki-Tilt. Bitte ihn. Greif ihn gleich an. Dein Tipp von mir. Machen wir einen Deal. Du gehst, du siedelst so runter und nach links. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich siedel hier oben auf jeden Fall erstmal. Dann schick meinen Siedler schon mal raus. Wie viele Glauben kriegt ihr so? Einen. Ich krieg fünf. Wenn euch schon mal Glauben rusht. Ja, ne, ich habe ja so ein Tuch gefunden. Was, ein Tuch? Ja. Eine Reliquie. Lol, wo hast denn du die her? Aus einem Stammesdorf. Nice. Oh, mein Gegner stirbt sicher. Warum ist eine heilige Stätte erstmal neben mein Ding hin? Kann ich mir einen Krieger kaufen? Uah, nein. Oh, ich kann meine Krieger upgraden. Und dann schon Pantheon gründen. Nice, was bringt mir denn am meisten? Shit. Soll ich gleich den Siedler nehmen? Ich habe keinerlei Plantagen. Steinbrüche, ich habe keine Steinbrüche. Ist da noch Schwemmland? Ah, oh, das ist eben ein Schwemmland-Shit. Ah, ne, das ist ja da vorne, wo ich hin will. Und der Weizen ist Schwemmland. Bisschen Damm bauen kann, dauert das noch. Vor allem, ich habe auf zwei Seiten dann Schwemmland.
ich das Meeres machen? Plus Produktion? Doch Fischerboote ist eigentlich nicht schlecht. Die alle Just Chatting machen, Alter. Da. Alter, der hat halt nur noch ein Leben. Ja, moin, Tobi. Das ist der Siedler oder was von ihm? Nein, mein Speer. Das große Bad hat wohl einer von euch abgeschlossen, ne? Ich? Oder? Moin. Wenn du doch mein Siedler läuft, soll. Hol ihn dir. 200. Bin Tobi aufs Barbarenlager geiert. Das stimmt gar nicht. Kannst du dir aber eh nicht holen. Und da ist ein Vulkan, nice. Wenn der jetzt ausbricht. Ein Gold fehlt mir halt, ne? Wie viel Gold macht ihr? 6. 13. Ich kann in 100 Runden Stonehenge bauen mit der Stadt, nice. Ja. Ach komm, ich brauche hier einfach noch eine heilige Stätte. Jo, lass mal einen Deal machen, dass die Wüste die Grenze ist. Welche Wüste? Bei dem kannst du keinen Deal machen, der ist auch bei mir einfach runtergegangen. Ja, die scheiß Wüste hier halt. Wir haben keinen Deal gemacht. Guck der mal, hier direkt rechts neben deiner Stadt, das ist direkt Wüste. Gewährt eine Vampireinheit in eurer Hauptstadt. Lass mal Deal machen, dass du da nicht hingehst. Was macht die Vampireinheit vom Blutpakt? Ja, ein Vampir halt sein. Ja, was haben die für Vorteile? Ja, das keine Ahnung, Vampir ist halt ein Vampir. Dazu waren das deckt die Leylinien-Ressource auf der Karte auch. Wirken einen großen Nachbarschaftspunkt. Ach, lol, das sind die Magier. Wobei, da warte ich noch ein bisschen, bis ich mir da was aussuche. Muss ein Gouverneur-Ding fallen. Oh, nehme ich denn? Mich Magnus. Verdammt, Geländeförder. Oder nehme ich die Gildenmeisterin? Ja, alle aktuell nicht wirklich geil. Wenn ich mal einen Stadtstar. Und Tobi, ich weiß halt auch nicht, auf welcher Seite du bist. Ja, rechts von dir, Alter. Rechts? Das ist eine Wüste. Ach, da, wo ja, die Wüste war... ist. Ja, die Wüste. Ich muss erstmal sehen, was da ist. Ja, Wüste halt. Ja, und dann direkt nach der Wüste, die ist so 4 Felder lang und dann bin schon ich da. Ja, und kommt dann nach dir dann Küste oder? Nach mir kommt Kanada. Nach dir kommt Kanada, ja gut. Ja, basht er den weg, den Barbaren. Komm, ich wag mich mal in die Wüste rein. Ich will mal sehen, wie weit dahin das Gebiet da hinten läuft. Ah, da will er das Silber für sich haben, ja, ja. Ah, ich weiß schon, auf was du aus bist, Tobi.
Wo ist denn da eigentlich ein Stadtstaat? Du hast den nicht entdeckt? Noch nicht, nein. Chillig, dann ist unter uns noch einer. Aber ich werde mal kurz Hände waschen. Karte später. Ich bin Schweden begegnet. Schweden, oh Gott. Warum zum Henker machten? Das macht doch keinen Sinn. Was macht keinen Sinn? Wir haben gerade. Ach so, weil das nur eine Kultur mehr macht. Hm. Cool. Lieber eine Kultur mehr oder lieber ein Gold mehr? Kultur. So. Okay, jetzt schicke ich die mal wieder zurück. Also ich habe Berge gefunden, Tobi. Was? Berge? Ja, Mann. Ich habe auch Berge gefunden. Chillig, ich habe einen zweiten Ding gefunden. Zweiten Stadtstaat, oder? Nee, einen Kontinent, einen zweiten. Aber wenn ich dann einen zweiten finden würde, dann würde es. Aber ich sollte meinen Fokus jetzt dann auf den Hafen legen, eigentlich. Warum denn auf den Hafen? Da kann ich aufs Meer fahren. Frankfurt. Und wenn ich Tobis Stadt gefunden habe. Gib mir mal 25 Gold, wenn du eine Delegation hinschickst. Sieht so spendabel aus, oder? Ja. Mann, 200 Gold für einen Handwerker. Ja, Mann. Ja, habe ich mir aber auch schon gegönnt. Auch wenn es Wucher ist. Hey, wobei, ich warte noch.
glaube, ich gönne mir wirklich einen Handwerker. Da kann ich mir Pferde holen. Wenn ich einen Marktplatz auf Pferde drauf baue, dann harvesten die ja. Du kannst auf strategische Ressourcen keine Sachen drauf basteln. Echt jetzt? Ah, hätte ich ja, da vorher was drauf. Nur, das geht nur, ja, das geht nur, wenn es davor schon drauf war. Na, damit. Ich habe jemanden gefunden. Nubia. Oh nein. Flashbacks. Oh, mein Boost. Und Wilhelmina, wer bist die denn? Niederlande, oh fuck, wir sind mit dem Alter, ganzen... die sind halt einfach beide da und Junge, hier sind halt einfach 5 Ziffs auf einem Kontinent. Wir sind mit dem ganzen Abschaum auf einem Kontinent, nein. Ah, nee, guck mal, Ding hat richtig aufs Maul bekommen. Ja. Nubia killt einfach Niederlande. Ja, das wundert mich nicht. Alter. Das wundert mich nicht. Mich schon. Erstmal Keramik erforschen. Ich glaube, jemanden wen bin ich denn begegnet? Gilgamesh! Oh nein. Auch schlimmer als Nubien. Noob, noob. Die sind direkt neben Schweden. Schweden ist tot. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir komische Spawns. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Irgendwie schon. Wie alles ist so nebeneinander gequetscht. Altes Gefühl. Ja, aber wir haben eine Standardkarte. Ja, aber trotzdem. Bedenken. Ja, aber trotzdem. Wir haben doch vorher auch schon eine Standardkarte gespielt, wo wir dann irgendwie alle nebeneinander waren, gefühlt. Darum würde ich immer eins größer nehmen, weil dann hast du ein bisschen mehr Platz zwischendrin. Ja, ich weiß. Ja, wobei bei Standard sind es, glaube ich, sind es 3 oder 4 Kontinente? Ich glaube 3 oder 4 Kontinente. Die Kontinente sind logischerweise ein bisschen kleiner, weil wir mit Inseln haben. Ja, okay. Du musst halt bedenken, es gibt halt wahrscheinlich, also die Chance, dass du auf eine Insel spawnst, ist natürlich immer da. Aber ich denke mal eher, dass hier wahrscheinlich alles auf dem Kontinent immer gequetscht wird. Und du hast halt eben ein paar Inseln, die halt einfach dementsprechend wahrscheinlich, auf die nie jemand kommen wird. So schnell. Ach, dammit, ich brauche hier echt... Ich brauche hier echt einen Handwerker. Schrein gibt mir einen Bürgerplatz, aber gibt mir keinen Wohnraum. Dammit. Das muss größer werden. Ja, Mann, jetzt habe ich 200 Gold. Wehe, der Preis ist gestiegen. Boah, einen Händler könnte ich mir. Ne, Handwerker. Ich habe einen dritten Stadtstadt gefunden. Interessant. Ich mag Schweine. Wieso magst du Schweine? Oder weshalb sagst du das? Wenn Tobi da gleich neben. Wenn Tobi gleich nebendran ein Ding hat. Statt. Neben seiner. Geh mal weg. Wer? Du. Wieso? Das ist meine zweite Stadt auch gefunden. Das heißt, hier gefunden, du hast sie in mein Gesicht gepflanzt. Stimmt. Das sehe ich als aggressives Siedeln mir gegenüber, ja. Halt's Maul. Hä? Du hast einfach in meine Richtung gesiedelt. Halt's Maul. Töte ihn. Genau, ich habe in deine Richtung gesiedelt, obwohl ich nicht mal wusste, wo du überhaupt bist. Wieso ist Aachen? Du hast doch wohl gesehen, dass mein Ding von rechts irgendwo kam. Du kamst ja von irgendwo her. Du kamst da von unten rauf. Vielleicht hab ich auch gebetet. Ich dachte zuerst, du bist unten. Jeder hasst mich, weil ich ein Dings hab, weil ich ein Weltwunder hab. Lol. Du meinst das Naturwunder in deinem Gebiet? Weil die wollen das alle haben. Die hassen mich wahrscheinlich auch, wenn die mich sehen. Aber es liegt einfach nur daran, weil ich das bin. Und mich hasst ja eh immer jeder. Es liegt in der Natur der Leute, dass sie den Assi hassen. Der Assi. Das ist dann immer ganz traurig. Alter, 15 glauben die Runde. Ich krieg 6. Komma 6. 60.
Chillig, ihr kriegt Glauben pro Runde. Ja, Mann. Ich meine, wenn du halt zwei Heilige Bezirke... Jetzt machst du mal mein Spiel, ne? Ohne Glauben spielen. Weil jetzt habe ich tatsächlich, aber bei Glauben bastet, ist halt wirklich so bastet. Ich habe in dem einen Spiel, also in dem einen Spiel vom letzten Mal habe ich das halt so gemerkt, wie, was für einen krassen Vorteil du auch. Ich habe Kumasi gefunden. Diesen Vorteil, wenn du halt einfach auf Glauben spielst, dann. Kann Vorteil sein, muss aber nicht. Kann, muss nicht, ja. Ja, klar. Du kriegst halt vor allem. Es ist eigentlich nur Busted, wenn du Goldener Zeitalter hast. Ja, klar. Wobei, ein bisschen Glauben würde ich ja. Da würde ich echt sagen, das schadet eigentlich in der Regel gar nicht. Das Schaden tut's nicht. Es ist nicht notwendig, klar. Aber ein bisschen Glauben schadet nie. Weil dann könntest du dir halt dementsprechend im Notfall auch einfach für 80 Glauben eine Stadtmauer kaufen. Da brauchst du aber einen Ding. Da brauchst du Valetta dafür. Ja. Echt? Braucht man Valetta dafür? Ja. Oh mein Gott. Das kannst du einfach so. Lol, what the fuck. Du dir gedacht, dass du einfach so immer das kaufen kannst. Ja. Ja. Das ist normal. Ich wusste ja nicht, dass ich da besondere Anforderungen brauche. Ja, Mann. Hey, ich kann endlich ein Pantheon machen. Oder nicht die drei Geländefelder? Ich hab schon einen Pantheon. Kann ich einen Gesandten schicken? Heureka für Bogenschießen, da verarscht mich. Also Tobi, ich gehe jetzt. Ciao. Ich habe zwar den einen Teil da hinten bei Frankfurt nicht wirklich ausgekundschaft, aber ich denke mal, dass nachdem da hinten eine Klippe ist, wird da wahrscheinlich der Rest auch Klippe sein. Hey, da ist die Donau sogar. Ja, habt schon. Ja. Hat noch keine zweite Stadt. Hm. Nee. Kann es sein, dass diese Sachen, die hier immer sind, ist es random eigentlich oder? Was? Ja, der zum Beispiel, dass hier zum Beispiel neben Frankfurt der Fluss halt einfach die Donau ist. Ich glaube, das ist immer gleich. Oder liegt es daran, weil du halt dementsprechend als Deutschland da bist, dass das dann dementsprechend so. Weil der es erst entdeckt hat. Okay. Achso, weil es dann so. Ah, okay. Donau kann auch kommen, wenn du jetzt Ungarn bist. Der Kontinent, auf dem ich halt jetzt bin, ist halt Asien. Aber da habe ich auch die Meldung, wir haben den entdeckt, Spam Asien genannt. Für alle heißt er Asien. Das ist ja lustig, die Donau in Asien. Wobei, das war ja genauso. Wo war das? War das nicht bei uns, wo das Mittelmeer da unten im Eis war? Ja, das ist halt. Das wird random so genannt. So beim. Das ist halt entdeckt. Jo. Ey, das ist ja ein Riff. Nice. Du kriegst keins. Nö, mein Spawn war jetzt nicht so gut für ein goldenes Zeitalter. Aber meiner jetzt auch nicht so. Idee. Brauch ich einen bei Kornspeicher brauche ich. Laufen. 260. Sehen eigentlich, was hier die Trades von den Dings sind. Gartige Bonus und Kommissar. Zwei Judge-Schatten bieten zwei Kultur und ein Gold für jeden Spezialbezirk in der Ursprungsstadt. Wo ist es?
Naja, okay, das. Stonehenge. Wir hatten das Stonehenge gebaut. Mhm. Welches Stonehenge? Das Stonehenge, jemand hat Stonehenge gebaut. Wollte es doch in 100 Runden zu Ende bauen. Toll. Glaube ich dir sogar, dass du das machst. Das wäre lustig. Ach shit, noch 90 Runden und mir hat jemand geklaut. Mm. Wenn so eine Person in 100 Jahren versucht, so Stonehenge zu bauen. Übrigens, Tobi, habe ich dir schon erzählt, ich habe eine Entscheidung getroffen, eine sehr drastische. Welche? Ich habe Dexters Nummer gelöscht. LOL! Warum? Was hast du denn gegen Dexter? LOL, was soll ich gegen Dexter haben? Ich habe mich erst wieder angeschrieben, ich habe mich blöd angemacht. LOL, echt? Weil ich ihm nicht, ja, ohne Witz, Alter. Der kam her, der wollte was von mir. Dann frage ich ihn so, was er denn möchte. Dann gibt er mir keine Antwort und beschwert sich im Nachhinein, warum ich ihm, dass ich ihm keine kurzen Antworten geben soll. Und ich soll ihm ja hier sagen, was quasi wichtiger ist als das, was er möchte. Und ich soll ihm doch dann, wenn ich keine Zeit habe, ihm doch einen anderen Zeitpunkt nennen, wann er sich melden kann und sowas. Und er hat sich beschwert, weil ich mich ja nicht bei ihm melde und so. Dies und das. Was zum Arsch, Alter. Und dann, ja, ich hab noch was geschrieben. Er hat mir am Ende dann nicht mehr geantwortet, habe ich seine Nummer gelöscht. Lol. Ja, Mann. Richtige Eskalation. Ja, Mann. Es eskaliert eigentlich schon seit es ist gefühlt schon vor Jahren eigentlich eskaliert. Okay. Ja, Mann. Ja, seitdem er eigentlich auf dieser komischen Rap-Schiene ist, sind wir eh eigentlich keine wirklichen Freunde mehr. Hä, was meinst du denn mit komischer Rap-Schiene? Ja, dass er versucht hier als. Nur das Hook gemacht. Groß als Rapper rauskommt, ja, Mann. Ach so. Ich dachte, er ist Model. Unter anderem auch, ja. Und das ist auch was ich nicht leiden kann. Ich mag keine Leute, die immer ständig so solche gestellten Sachen immer posten. So im Pausen sind, oder? Immer. Und er macht halt nur solche Sachen. Das ist halt. Ja, kann ich auch Maxi fragen, der sieht das auch. Der Maxi. Maxi postet wenigstens interessante Sachen. Okay, er macht halt ab und zu nimmt irgendwelche Bilder und klatscht da sein Gesicht drauf. Aber es ist wenigstens lustig. Oder er macht seine selbstgezeichneten Sachen, was ich 100-mal besser finde, als wenn Dexter bloß zu irgendeinem Shooting geht und dann. Tobi verliert. Fame und so, ne? Tobi verliert eh. The Cat. Ja, Mann, Mio the Cat. Wenn der Fischi vorbeiguckt. Fischi, ich dachte, du magst meine Streams nicht. Fucking Fischi, Alter. Der kommt wahrscheinlich eh nur wegen Tobi. Alter. Sup. Muss auch die armen Schlucker supporten, ja, Mann. Hätte ich ehrlich gesagt, wenn Domi jetzt streamen würde, hätte ich gesagt, geh lieber zu Domi. Oh, ich krieg einen großen Propheten, cool. Was macht denn der? Wieso kriegst du vor mir einen großen Propheten? Wie viel bekomme ich? Ja, kommt darauf an, wie viele Punkte machst du. Ich mach 4 Punkte. Wenn du, machst du 4,6? Ich mach 4,5. Vielleicht hat er früher. Du bekommst vor mir? Das gibt auch keinen Sinn. Ich hab ziemlich schnell schon das Ding gehabt. Ich hab 2 Bezirke, die mir 2 Punkte geben jeweils, also. Was? Versteht auch kein Mensch, Alter. Was macht denn der Dude eigentlich überhaupt, außer eine Religion gründen, Konfuzius? 4,6 kriege ich. Religion macht dieser Stadt eine heilige Stätte. Ach so, mehr machen die alle nicht. Domi würde ich nur blamen. Das würde ich auch machen. Domi kann man nur blamen. Fucking Domi, Alter. Weil ich würde ihn eigentlich eher dafür blamen, dass er nicht streamt. Same. Pantheon. Was nehme ich denn jetzt?
Konfuzianismus. Weiß ich, was für ein Glaube passt zu Japan? Konfuzianismus. Japan halt, weiß ich nicht. Ja, na gut, Hinduismus haben die ja nicht, das würde eher zu Indien passen. Wir haben Konfuzianismus, das mit dem Tor da. Okay. Mhm. Okay. Oder ich könnte. Oder Taoismus. Taoismus ist. Moment, Taoismus ist das mit dem Tor, oder was? Ich habe keine Ahnung. Taoismus ist dieses Yin und Yang-Ding. Nee, Yin und Yang ist China. Ach, das Tor-Ding Tor-Ding ist Shinto. Shinto, ja, das ist. Japan. Das ist Japan, okay. Ja, komm, ich nehm Shinto. Das ist japanisch. Zen-Meditation. Nehme ich Kurele. Schreine bringen Kultur gleich ihrem Glaubensertrag. Juicy. Boah, das ist wieder juicy, komm, das nehme ich. Juicy, oder? Und was nehme ich hier noch? Heilige Orte, plus zwei Wissenschaft, Kultur, Gold und Glauben durch jede Stadt mit dieser Religion. Mindestens ein Welt. Ah, nee, das ist das Wildwunder-Ding. Finde ich nicht so gut. Ein Campus- und Handelsbezirkzentrum in einer Stadt mit dieser Religion. Oh. Ist das auch wieder ein bisschen schwierig? Ich hätte einen Theaterplatzbezirk in der Stadt mit dieser Religion. Oder ich mache ein Spezialgebäude, Versammlungshäuser plus drei Glauben und Produktion. Warte mal, was kannst du machen, weil ich krieg dein Ding ins Mal. Interkultureller Dialog plus eins Wissenschaft pro vier Anhänger dieser Religion. Nein, das mal lieber nicht. Also das finde ich gar nicht mal so schlecht. Muslimisch, immer. Immer fishy. Plus drei Gold für jede Stadt mit dieser Religion. Der Druck eurer Religion nimmt auch verlorene theologische Kämpfe niemals ab. Religion breitet sich in Städte aus, die 30% weiter entfernt sind. Oh. Also ich meine, ich muss wohl oder übel deinen Glauben annehmen, weil ich gehe nicht auf Glaube. Der Kauf von Missionaren oder Apostel kostet 30% weniger, das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Papst, Primat. Was? Eine Freistadt. Laiendienst. Plus 1 Glaube beziehungsweise plus 1 Kultur durch jeden heiligen Städte- und Theaterplatz Bezirk in einer Stadt mit dieser Religion. Da nehme ich jetzt ein Spezialgebäude. Ihr könnt auch eine Stupa nehmen. Das gibt plus 1 Annehmlichkeit. Ich glaube, das ist besser. Aber Annehmlichkeitsgebäude würde ich nie nehmen. Aber Produktion ist auch nicht schlecht. Nimm irgendwas. Plus 3 Glaube und Produktion. Nimm irgendwas. Würfel einfach. Ah, nein. Ich glaube, ich nehm Gundawas. Plus 3 Glauben, plus 2 Nahrung und 1 Wohnraum. Ich glaube, das nehme ich sogar. Gut, aber. Diese Religion gründen. Papi. Ich jetzt hier auf. Wobei, die haben ja immer noch das Problem mit dem Nahrung. Mit dem Nahrung, ey. Schwör. Alter, ich schwör. Voila. Voila, ich schwör. Ich hätte eigentlich eine eigene Religion machen sollen, oder einfach Walaismus. Hast du eigentlich schon, Eine dritte Stadt, nein. Wenn er Berlin gründet, einfach hier an der Wüste, wo eigentlich unsere Grenze ist. Hä, ja, deswegen sage ich doch, da ist Grenze. Ja, Mann, damit du dich da drei Felder ausbreiten kannst und dann... Überhaupt nicht. Eine Lüge. Schau den Elefanten da, den krieg ich zum Beispiel nicht mehr. Welchen Elefanten? Ach, die Elefanten da vorne, ja. Ja. Außerdem willst du wirklich die scheiß Wüste hier siedeln? Weißt du, was das für ein Act ist? Petra, Alter. Oh, du hast sogar die sogar so gegründet, dass unsere Grenzen sich in der Mitte treffen. Ja, deswegen sage ich doch, wir teilen uns die Wüste einfach dann halt so auf so ein bisschen. Man, das ist tatsächlich so ein richtiger Nice-Act von dir. Ja, sage ich doch. Na, wenn er in Turga sein Ding reingehauen hat, Alter. Was? Seine... Oh, Nubien, oder?
Alter! Maruga hat da schon zwei von denen. Und ich schicke nach Turga mal mein Ding rein. Den Gouverneur. Du weißt ihn. Turga. Bei Gold. 300 Einheiten schon wieder vor mir rumstehen. Du bist schon wieder von Barbaren angegriffen. Ja. Weil der Speer von den Schweden die alle herführt. Und ich bin natürlich Nubien begegnet. Schön euch kennenzulernen, aber ich fürchte, wir sind zu beschäftigt, um zu verweilen. Erstmal. Und die mag mich natürlich nicht. Gut, ich würde sie auch nicht. Ich würde sie auch nicht mögen. Die würde. Wenn Asgard sie einfach nicht mag. Die würde wahrscheinlich auch das Gartentürchen von mir runterbiegen, Alter. Wenn die es nur anguckt. Das sind auch diese First World Problems, Alter. Wenn mein Dad herkommt, sich darüber beschwert, dass unser Gartentürchen so irgendwie nicht richtig schließt und er dann sagt, dass dann der fette Typ von den Nachbarn, dass der angeblich anscheinend immer herkommt, sich auf das Gartentürchen lehnt, nur damit das Gartentürchen nicht ganz zugeht. Lol. Ja, Mann. Das sind die nicesten Behauptungen, die ich jemals gehört habe. Ich würde auch behaupten, dass es eigentlich Schwachsinn ist. Weil wer tut sowas, bitte? Ich glaube, der Typ hat echt Besseres zu tun. Auch wenn er anscheinend irgendwie nie was tut, aber sogar ich hätte Besseres zu tun. Und ich finde es halt gut, wie bei Turga da unten, dass die einfach so eingeschlossen sind von den Bergen. Weil die haben Kaffee. Nein, oh, jetzt habe ich mich verklickt. Alter. Oh, Gouverneur-Titel. Hast du echt die Ding schon entdeckt, die Lernsänger? Ich? Ja. Hast du die genau? Ich bin sicher nicht. Nein, ob sollte ich? Nicht? Ah, wobei auf die. Ich weiß nicht, auf. Ich hab keinen Glaube. Was soll ich mit denen? Ja, auf wen bist du gegangen? Ja, auf noch gar keinen. Achso, ja, ich meine nur. Gut, fuck, Mann. Ich will wissen, Mann, was. Ah, no, Meta, wie. So, kommen da 10 Reiter hinter deinem scheiß Speer her. Natürlich plündern die jetzt mein ganzes Land. Hä, aber das ist so ein Insane-Spawn. Oh, Mann. Quest-Stängnitz-Kunst. Ich komme jetzt da nicht hin, weil da die 80 Reiter sind. Geil, kann keine Religion jetzt gründen. Echt, das sind. Wobei, ich mach den Magnus, glaube ich, mal. Geh jetzt in die kleine Stadt da unten. Ich dass ich da mehr so handelsmäßig mit dem das mache. Dass sie den Nahrungsüberschuss abgeben und dann. Und Widmung, was machen wir denn? Wählen. Nubien hat einfach ein Ding Zeitalter. Jetzt mal, wenn ihr eine. Ja, Vega ist voll klar. Eureka. Ey. Eureka. Komm, ich nehme wieder freie Forschung, wobei das. Ich brauche die Verarbeitung. Neue Quests, was haben wir denn hier? Großer General, that's not happening. Steinmetzkunst.
Ein großer General, that's not happening. Ich will das Zeug für Steine jetzt kurz nicht machen. Dafür muss ich Steine abbauen. Ah ne, baut einen Steinbruch. Okay, gut, das kommt schon. Ich muss das Silber snatchen. Obi. Hab ich irgendwo Stein? Hättest du was dagegen, wenn ich da unten, ungefähr da, wo mein Speer ist, wenn ich da eine Stadt mache? Wo ist dein Speer? Der ist da unten bei den Bergen. Im Fluss. An der Oder. Zeig mal runter. Also hier. Okay. Da ist mein Speer. Bei dem Pferd oder was? Warte. Ne, hier unten, da beim Stadtschiff. So, da unten. Bei Taruga, daneben dran, hier an dem Fluss. Würde ich das. Ja, so. eigentlich schon. Okay. Weil ich habe sonst fast keine Möglichkeit mehr, woanders hin zu expandieren. Ja, gut, aber wir können es so machen. Wir bauen uns auf. Also du kannst ja, guck mal, du kannst ja da unten. Zum Beispiel bei dem Pferd, in der Nähe von dem Vulkan. Ja, bei dem Vulkan. Gut, ich weiß nicht, was dahinter ist. Ich habe das noch nicht. Ja, dahinter ist so ein bisschen Fläche. Mit so Bergen und sowas. Und dann, wenn man weiter runter geht, ist dann da halt Niederlande. Also wir können uns erstmal ein bisschen hochspielen, okay. Und dann im Mittelalter. Ja, ich hole. So, ich hau jetzt dann auf jeden Fall. Können wir den Krieg erklären und dann können wir dir da unten Land holen. Ich hau auf jeden Fall. Ja, ich hau jetzt dann auf jeden Fall erstmal meine dritte Stadt raus. Wo haust du die hin? Die hau ich da oben. Ist nicht oben bei dir noch Platz? Die hau ich da oben in das Eck rein. Dann habe ich noch meine Seestadt. Zack. Dann habe ich das Eck da oben zu. Und ich will das Silber haben, was da oben dran ist. Und die Elefanten. Und dann kann ich den Ding einkesseln. Das Naturwunder. Welches Silber und welche Elefanten? Achso, du warst ja da ganz oben in dem Eck noch nicht. Das ist überall. Ach, das da oben holst du dir. Achso, ja, da kannst du sie dann. Das ist ja, da wollte ich so oder so hingehen. Ja. Da war ich am Überlegen, ob ich da meine zweite Stadt hinhaue oder ob ich die unten an den Fluss haue. Aber. Ich hab halt den einzigst günstigsten Spot hier genommen. Den es gibt. Weil meine Stadt ist halt an. Ich habe halt diesen einen Spot genommen, der kein Schwemmland ist, zwischen zwei ganzen Schwemmländern. Alter. Die Frage ist, wenn ich an einen Punkt einen Fluss mache, wird der andere Fluss dann auch noch überschwemmt? Wenn es ein ganzer Fluss eigentlich ist? Das ist die große Frage jetzt. Ach, der mit dem Ocker könnte ich. Herr Bernstein. Ich auf Ocker. Nice, wenn man sich verklickt. Die Einheiten sich nicht bewegen können. Hey, da unten ist ein Stadtstaat nochmal, oder? Ja. Obi. Ja. Dein Speer steht ein bisschen ungünstig, habe ich gehört. Hä, warum steht ungünstig? Welcher? Wo steht denn der? Der steht vor meinem Speer. Ja, ich kann den nicht bewegen. Ich habe schon gemoved. Ich meine halt für nächste Runde, dass ob du den dann vielleicht ein bisschen zur Seite moven kannst. Ich würde da gern durchgehen. Oh, King Getty. Macht denn das? Handelsweg bietet einen Glauben pro Anhänger. Naja, das ist nicht. Macht denn eigentlich? Jede 5% Wissenschaft in allen Städten für jeden unterschiedlichen modernisierten strategischen. Und da ist Nubien. Oh mein Gott, das sieht mir schon wieder aus, als würden die hier Krieg erklären wollen. Die erobern wahrscheinlich, wollen jetzt der Kumasai. Oh. Mag dich Nubien eigentlich auch nicht? Die mag mich auch nicht so wirklich. Wie gut, liegt wahrscheinlich daran, weil ich kaum Bezirke in meinen Städten habe. Cool. Deswegen mag Nubien dich nicht. Mecklenburger Bucht. Ja. Nice. Nuba-Berge. Nice. Die eigentlich Naturwunder nennen Wissenschaftler. Nein, ich krieg keine Wissenschaft durch Naturwunder. Lol. The fuck? Ja, weil es keine Berge sind. Wenn du dich Berge und sowas. Ja doch, ich krieg schon durch den, wenn es ein Berg ist, dementsprechend
Ah nee, weil das eine Ebene, unter anderem eine Ebene. Ah nee, das ist ein Ding, weil das Dings sind. Weil das Quellen sind. Gibt's ja nicht irgendwo noch Barbaren oder so? Gibt's halt keine mehr. Keine Ahnung, aktuell nicht. Irgendwie scheint das so, es gibt einfach keine Barbaren mehr. So ein bisschen. Ja, Nubien will da Kumasai erobern. Schaffen die wahrscheinlich auch. Ich habe gehört, du müsstest dann da unten in der Nähe von Kumasai eine Stadt hinhauen, damit du das da zumachst. Weil sonst geht Kumasai. Nubien... Ja, da mache ich dann... Ja, das ist auch mein Plan. Weil sonst geht Nubien hundertprozentig da unten hin. Also ich gönne mir noch einen und dann die nächste mache ich da unten. Weil ich muss auch noch... Ich muss eigentlich unbedingt noch da unten, wo das Silber und die Elefanten sind, ich muss da unten dann auch noch eine Stadt hinhauen. Was? Also weißt du, hier bei Turga, also darum habe darum habe ich ja gefragt, ob ich da unten an den Fluss was hinmachen kann, weil sonst hundertprozentig, wenn Nubien jetzt Kumasi hat, oder sprich, wenn die das jetzt holen, die gehen safe dann, die wollen safe eins hochgehen. Ich weiß halt nicht, wie viele Städte Nubien schon hat. Oh. Ja, ich kann da gleich runtergehen. Ich habe noch einen Siedler im Bau. Müsst echt gucken, was der Blutpakt kann. Goya. Ich müsste mir eine Stadt machen, die nenne ich dann einfach Zigoi. Weil ich glaube, ich gehe jetzt mit meinem neuen Siedler, gehe ich dann gleich nach da unten und mache das zu. Weil dann ist das schon mal safe. Was? Ich bin da ziemlich auf dem Weg. Okay. Also ich meine jetzt hier unten, weißt du, da wo dieses... Wo die Berge sind, da unten bei Taruga. Bei Taruga will ich jetzt nicht unbedingt erobern. Weil ich müsste tatsächlich auch ein bisschen aufs Militär gehen. Ja, oder du holst dir einfach deine Safe-Stadt da oben. Ja, die hole ich mir auf jeden Fall. Ja, aber weißt du, weil das Problem ist, wenn du jetzt da unten siedelst, vielleicht sieht es dann halt Nubia oder Amsterdam so ein bisschen als... Ja gut, Amsterdam habe ich noch nicht gesehen, aber die Sache ist besser als... Die sind links an der Küste halt. Meteorschauer. Ach lol, das sind Meteorkrater. Was bringt mir der Meteorkrater? Eine Einheit. Einheit, ja. Stimmt. Bin ich da drauf? Ja, muss ich da drauf gehen, oder? Da musst du drauf gehen, ja. Cool, ich habe einen Streitwagen bekommen. Ubi, wieso kommst du mit deinen Kriegern rum? Hm? Ich bin nicht so. Es kommt. I am just trespassing. Bestes Meme. Könnt ihr bitte eure Truppen von meinen Grenzen wegziehen? I'm just passing by. Just passing by. Just passing by. Yep. Was ist das? Nice! Beraterin sagt mir, ich soll einfach da oben direkt neben dem Naturwunder Stadt gründen, weil das ist gut. Oh mein Gott. Wenn das Silber beim zweiten Mal dann überschwemmt wird. Nein. Also Silber im Endgame ist dann tot. Warte. Mach ich mir nochmal Handwerker, dann kriege ich ein bisschen Produktion bei meinem Eisen. Wie viel militärische Stärke hat denn Nubien?
242. Boah. Und irgendjemand ist drüber. Ich glaube, das ist Gilgamesh. Der Gilgamesh. Wie viele Städte hat Niederlande eigentlich noch? Keine Ahnung. Ich glaube eine. Oder zwei vielleicht. Bin ich ganz sicher. Boah, wenn ich jetzt einfach den Dick-Move mache. Nur wenn ich Krieg erklären würde, mit meinem Speer einfach deinen Bogen geschüttelt gehen. Greift der Kumasi an? Ach du Scheiße. Ja. Stadt da unten. Ja klar, das haben die bei mir auch am Anfang, das haben die bei dem letzten Game auch am Anfang gleich gemacht. Die sind sofort auf diesen einen ich glaube, das war ein Wissenschaftsstadtstaat, sofort hin. Den Glaubensstadtstaat lassen die safe in Ruhe. Und da schicken sie dann alle ihre Leute rein. Hey, das ist ein Barbaren-Spiel. Das ist doch nicht normal, Alter. Das ist doch... Das ist ja kaum! Wieso können die sich 300 Kilometer bewegen, diese scheiß Barbaren? Kann sich so viel bewegen wie der andere. Bär. Alter. Haben meinen zweiten Siedler schon geklaut. Echt jetzt? Ja, wenn da 30 Barbaren hinter dir herrennen, Alter. Da musst du die halt mal begleiten. Ja, kann ich ja nicht. Wenn ich kann nicht mit. Ich bin da schon mit zwei Bogenschützen und zwei Kriegern lang gelaufen. Aber wenn da 15 Barbaren auf dich zurennen, ist ein bisschen. Bisschen Rips. Ja, weil ein Speer von einem denen, die alle herlockt. Geil. Das stimmt. Das tun die. Das tun die sehr gerne. Ja, nee, ich nicht ein Speer von den scheiß Schweden. Das tun die auch gerne. Klar, wenn wir sie. Warum ich laufen die jetzt ganz woanders hin? Ich laufe nicht mal zu denen in ihre Heimbasis. Achso, die laufen einfach sonst wohin, oder was? Oh. Ernsthaft! Der hat ein Leben noch. Ist klar, Alter. Ist klar. Schlimmer. Ich ein bisschen probiert zu handeln. Können die Pferde nicht wollen. Soll, wenn wir mit Nubien handeln. Ja. Noch vier. Doch Gold. Das ist ja nicht. Jetzt rennt der Wichser weg. Nein, schwer. Und er geht nicht zu ihrer Heimatbasis, sondern rennt einfach mitten ins Land rein. Gold kriegen sie. 13 Gold pro Runde. Ah, die hat 1000 Pferde, okay. Also die hat 4 Städte, ich habe jetzt dann gerade mal erst 3. Ein bisschen belasten. Weil die mich wahrscheinlich anbettelt, sobald ich dann Eisen habe. Okay, also ich bringe jetzt dann meinen Siedler da unten hin, dass wir da unten zumachen. Jo. Klar. Weil von Berlin ist gar nicht mal so. Ja, ich habe Buenos Aires gefunden. Ja. Buenos Aires. Buenos Dias. Sollen wir haben? Rekrutierten Großingenieur? Ja, moin, Alter. Alter, immer wenn ich Ziv-Spiel hatte in meinem Zimmer 25. Ein Kunst.
Da oben ist ein Steinbruch. Entschuldigung, ich kann mit Regierungsform wechseln. So. Klassische Republik, will ich die haben? Save das hier. Save das. Oh, neuerig. Oh, 18 Runden. Ach, die greifen aber jetzt immer den Barbarenspeer an. Und da oben ist ein Barbarenlager gespawnt, Kapi. Roshi hat Tempel der Artemis abgeschlossen. Schon lange. Ja, ich sehe das jetzt. Also ich gucke mir die Benachrichtigung meistens nie an. Oh, da unten sind Barbaren. Jo. Da muss ich hin, weil da unten möchte ich eigentlich zwei Felder daneben die Stadt bauen. Was? Da unten hin? Ja, links neben dem... neben dem Kaffee. Und ich dachte, du machst da überhalb von Kumasi zu. Das ist doch. Das ist da, wo dieser Arm rausgeht. Ja, guck mal, ja. Hä? Da wird. Du meinst den kleinen Dings da? Welchen? Ja, der kommt kein Dorf auch noch. Da, da, kommt das dann da, auch da und da unten hin, Alter. Wo, was, wo? Zeig mal. Ja. Hier, auf dem großen Stück. Die würden da sowas von eine Stadt reinpflanzen, Alter. Ach so, unten links neben Frankfurt meinst du? Ja, unterhalb von Frankfurt, also von unterhalb von Aachen und Frankfurt, in dem Stück, das ist also ein großes... Ja, da kommt kein Stress, da kommt noch eine Stadt hin, ist schon längst geplant. Oh, oh. Was? Nein, der klaut mir meinen Siedler. Ah, erstmal schnell nach unten gehen. Fick dich. Das Problem kenne ich, habe ich schon zweimal hinter mir. Mache ich jetzt einen Händler oder mache ich noch einen Siedler? Die Sache ist, der Platz da unten ist halt auch recht lukrativ. Der ist da einfach hingemoved. Wobei, ich könnte auch in der Nähe von der Wüste, wenn ich mir die wenn die Oase in meinem Dinggebiet ist, zählt ja nicht als Süßwasser. Hm. Ah, scheiße. Petra bauen. Ja, bis zur Petra dauert es noch ein bisschen. Oh, ich will jetzt Schrein oder noch mal einen Siedler? Machen wir weiter hier. Ach komm, ich weiß drauf, ich nehm's. Let's go. Wie, ich kann da nicht hinlaufen. Scheiß Nubien. Wann kann man sich denn eigentlich ein Dings kaufen? Was man denen verbessern kann, die Religion. Was? Sobald du einen Tempel hast. Einen Apostel brauchst du dafür. Genau, also du brauchst einen Tempel, damit du einen Apostel kaufen kannst und dann kann der das machen.
Wieso darf der über Hügel laufen und ich nicht? Das ist so eine Scheiße. Oh Gott, er hat ihn nicht genommen. Oh, alter, kurzer Herzinfarkt. Sie hat einfach nicht genommen. Sie über 10 Jahre verfolgen. Ne? Na gut, dann muss ich kurz noch warten. Oh hey, ich glaube, also da hinten gehe ich auf jeden Fall auch hin an die Küste. Was? Hinterhalb von Taruga, also ich? Hinterhalb von Taruga, da wo mein... Links, ja, da unten. Mein Streitwagen gerade ist, ja. Das Problem ist nur, da muss ich an den Vulkan vorbei. Ja und, geh einfach an den Vulkan vorbei. Endlich. Und mein Speer und so. Mensch, ah, da ist ein Thema, das ist jetzt angezeigt worden. Lol. Wo geht denn dein Krieger hin? Im Warnlager, oder ist nicht mehr da? Ah, okay. Hey, das sind Wale. Okay, ich glaube, ja. Ich mir. Oh, es da ist ein Stadtstaat. Es hat ein Stadtstaat meinen Siedler geklaut. Echt jetzt? Lol. Das ist ein bisschen RIP. Alter, muss ich ja die Stadt erobern. Ja, das ist natürlich die logische Schlussfolgerung daraus. Aktuell geht's ja noch. Aktuell haben sie noch keine Mauern. Ja. Doch, die haben schon Mauern. Nee, doch, haben sie nicht. Nein. Nein. Aber ich habe halt keine Einheiten. Sind alle angeschlagen. Natürlich problematisch. Wenn da alle um dieses Barbarlager rumstehen. Was? Drauf geiern, oder wie? Alter, die wollen die Stadtstaaten hier. Uff. Ja. Okay, gut, das Barbarlager ist halt zwischen zwei Stadtstaaten. Da, natürlich kümmern die sich da drum dann. Aber es ist halt... Das sieht so gut aus. Trotzdem witzig irgendwie. Ja. Hab ich dir recht. Oh, dahinter halt ist auch nochmal ein Stadtstaat. Oh, hey, da rein. Oh. Da gehe ich auf jeden Fall rein. Ich save mir jetzt, oder? Wo geht der jetzt hin? Save ich mir mit dem jetzt lieber das Silber oder save ich mir das Eisen? Welches Eisen? In meinem Gebiet. Ach komm, ich hol mir das Eisen. Von drinnen. Nice, jetzt komme ich da nicht mehr hin. Ach, das ist schon Essen aufgedeckt. Okay. Wieso kannst du noch kein Eisen sehen? Du hast sogar über Aachen, über deinem Weizenfeld ist Eisen. Und neben deinem... mein Weizenfeld. Ach, und neben deinem Kupfer ist auch Eisen. Und du hast ein Eisen, hast du schon mal modernisiert bei Frankfurt. Beste Leben! Ja Mann, drüber, wenn du deine Mine gebaut hast. Ich weiß nicht, wenn du das noch nicht sehen kannst, dann ist das gut für dich. Nee, ich hab's noch nicht erforscht, weil... Hat jetzt eigentlich nicht so Buenos Aires. Buenos Dias. Alter, die haben jetzt schon Mauern, die... Ah, auf Nubien. Nubien ist halt irgendwie voll diese aggressive... Okay. Echt so, man, richtige Agros. Richtige Kriegstreiber hier. Sowas sieht man nicht gerne. Was gibt es hier? Wobei, ich muss meine Krieger nach oben schicken. Eskortieren die den Speer. Oh mein Gott, ja. Das war... Der Siedler. Ich hätte... Kurz das Parent und dann... Sag mal, Regierungszirkel, Regierungsplatz zählt das als unterschiedlicher Spezialbezirk? Schon, das ist ein Spezialbezirk, ne? Ja. Okay. Wieso hat Taruga Kumasi den Krieg erklärt? Wahrscheinlich, weil Kumasi mit irgendjemandem so zeren ist und Taruga genauso, aber die sind von zwei Dudes, die gegeneinander Krieg haben.
Wahrscheinlich gehört der eine zu Niederlande. Nein. Amitore, also Nubien hat Taruga als Souterrain. Das kann natürlich auch sein. Ja, das kann auch sein. Die hat den als Souterrain. Und will wahrscheinlich extra als Hilfe, damit die gegen Kumasi, damit die Kumasi erobern kann. Die weiß schon, wie man es macht. Die weiß, wie man es macht, genau. Aber ich müsste theoretisch also Taruga eigentlich holen. Dann habe ich da unten auch so mein Ding. Oder ich sperre Taruga ein. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den Einsiedler jetzt da unten platziere. Ich könnte ihn da unten am Fluss platzieren. Unterhalb von Nagoya. Zwischen Nagoya und Taruga. Hätte ich die Pferde noch, aber dann würde ich voll beim Vulkan mit reinkommen. Oh. Ich könnte die geothermischen Risse holen, wenn ich sneaky bin. Also irgendwie unser Ding ist ein bisschen komisch, unser Kontinent. Echt? Wie kommst du darauf, Tobi? Weiß ich nicht, so halt einfach. Oh, das sind Barbaren. Die greifen hier Nubien an. Vielleicht auch meinen Speer wahrscheinlich. Warte mal. Mit wem ist... Wen hat Nubien angegriffen? Kumasi? Ja. Wenn ich jetzt Kumasi so zerren bin, dann bin ich nicht automatisch im Krieg mit denen, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut. Wäre lustig, wenn es dann andersrum wäre. Ich müsste bei Taruga so zerren werden. Ja, und zumindest gleich viele, weil dann sind die aus dem Krieg mit draußen. Stimmt, ja. Ist ja gar nicht schlecht. Die wird die safe betrayen. Dann nochmal einen Siedler über kurz oder lang. Wobei man müsste echt Kumasi verteidigen, weil der Bonus, den die geben, ist halt gar nicht mal so schlecht. Was bringen die dann? Plus 2 Kultur und plus 1 Gold für jeden Spezialbezirk in der Ursprungsstadt. Wenn du von der Stadt einen Handelsweg zu allen Stadtstaaten hast. Also für jeden Handelsweg zu der Stadtstaat kriegst du dann einen Plus darauf, für jeden Bezirk. Und das ist halt gut, das boost, cool. Kann dich echt boosten. Und da hat er Bremen gegründet. Bremerhaven. Ja. Bremerhaven. Also Tobi, was sagst du, wenn ich jetzt da oben am Fluss noch zwischendrin so eine Stadt gründe? Über meiner da. Ja, da dann ist das. Also quasi links von Bremen und unter Nagoya. Ja, ja. Kannst du gerne machen. Ja, ich würde das da bei den Pferden machen. Die Städte breiten sich zwar da nicht wirklich so weit aus, aber. Na gut, ist ja egal. Mach. Dann ist das ganze Eck dazu. Ja, das ist eine gute Idee. Governor Title. Welchen Governor möchte ich denn haben? Oder ist Seide. Und da ist Tobis Speer. Gala. Gratis Militäreinheit. Schwerer Streitwagen. Chillig. Echt, ist auch bei dir im Meteor eingeschlagen. Nee, der war da unten irgendwo in der Tundra. So. Ja, Navigation. Acht Runden bis in den Hafen, Alter. Das weiß ich. Lagerbitz. Komm, ich baue jetzt den Hafen da oben hin. Gut. Die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn ich meinen Siedler am Vulkan vorbei bewege und der Vulkan dann ausbricht? Ist der Siedler dann tot? Nee. Kann sein, dass er dann stirbt, ja. Echt? Also wenn du Pech hast, kann er sterben, ja. Okay. Auf nach früh. Alter, Kumasi ist richtig hart am Sterben.
benenne das jetzt um. Ich bin ehrlich, ich habe Loki Angst. Dass Nubia sich dann so denkt, so, yo. Es kommen die Civ 5 Flashbacks, habe ich gehört. Warum? Guck dir mal meine oberste Stadt an. Ist eine nice Stadt? Ja, Mann. Und guck dir den Namen an, dann weißt du, kennst du die Civ 5 Flashbacks. Nee. Und verstehst du es? Nicht Hafen Nein. City. What the fuck, Alter? Wenn du Tilly fragst, Tilly würde krasse Flashbacks bekommen. Gegen Tilly, Alter. Und dann die nächste Stadt auf dem nächste Hafenstadt am nächsten Kontinent, die heißt es, das wird dann Hafen City 2.0. Wer interessiert sich denn für Tillys? Für Tillys Cringe. Jeder interessiert sich für Tillys Cringe. Oh Gott. Cringe. Los, schicken wir meine Gerät. Ja, komm, hast du safe, Dead, Alter. Buenos Aires. Produktion in der Hauptstadt und jeder Stadt mit einer Werkstatt. Ich muss jetzt langsam schnell Lager erforschen, damit ich dann hier unten gleich zwei Lager bauen kann oder eins zumindest. Okay, mein Speer ist RIP. Weil ich werde einfach die. Speer ist RIP. Ich werde unsere erste Defensivlinie gegen Nubien sein müssen, Asuka. Mein Speer ist RIP. Nein! Aber kein Ding. Deutschland fällt nicht. Deutschland fällt nicht. Deutschland fällt nicht. Nubien fällt vor mir. Oh, hey. Nein, was Katholiz ist, wessen Religion ist das? Das ist die von Nubien. Was? Nubien hat... Ich habe Christina gefunden. Haben die nicht Judentum? Nee. Oh nein, Nubien, Alter, die ist so viel Bremen in Deutschland. Meine Religion. Ja. Hafen City, Japan. Kyoto, Japan. Nagoya, Japan. Protestantismus. RIP Kumasi, Alter. In welche Richtung wollen wir es eigentlich? Fertigung. Ja, ich krieg schon Eisen. Meine eine Eisenmine dort. Ich hab schon 30 Eisen. Nice. Suzerain Boschi in Buenos Aires. Durcheinander. Glaube ich. Geht schon. Alter, wie krass mein Streitwagen ablust gegen die Dinge. Da muss der halt da. Ich hab da unten Jade. 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 Vulkanelektrik, ein bisschen. Oh Gott. Bin ich wieder Weiner höher. Der Weiner. Ja. Wolltest du jetzt dann aber mal erst kurz essen? Wie lang? Nicht lange. 10 Minuten, 15 vielleicht. Du holst dein Essen einfach hoch und isst dann bei dir. Nee. Ich muss schon unten essen. Echt jetzt? Ja. Richtig herrscherische Eltern hier. Ja, Mann. Mein Dad wollte das auch mal. Ich habe einfach irgendwann angefangen, in meinem Zimmer zu essen. Holy shit, die Stadt hat einfach gekillt. Ja. Ach lol, die haben den nicht eingenommen. Nee, der hat ihn einfach gekillt. Was? Jung kann man sein. Da kommt der Sneaky Tobi und gründet deine Stadt. Nee, ich mach die woanders hin dann. Ja gut, also wie gesagt, ich bin jetzt mal
kurz 10 Minuten weg. Okay. Ich kann ja kurz eine Pause machen. Könnte ich ja was zu trinken holen, was zu snacken holen. Bis dann. Jo. Ja, Nick? Dann speichere mal, ja. Okay. Welchen? Hab ich? Jo, hat's. Also ich hab gespeichert. اركيني وسخلوغو مدهين المي اردنغا حاجة جنموني wie er um Köln gegründet hat. Nur wegen dem Silber, Alter. Er ist so gierig. Janik? Ja. Und wie läuft dein Barbarenproblem so? Ja, wir sind alle getötet. Du hast einen getötet oder alle? Alle. Drei Barbarendörfer. Und mal eroberst du den Stadtstaat? Hat Frieden geschlossen mit dem. So. Der hat zu viel Geld.
ist ein Stadtstaat, der Geld hat. Obwohl er in der Wüste ist. Aber okay. Okay. Aber konntest du deinen Siedler wiederholen? Ja. Oder steht er auf der Stadt von denen? Ich hab ihn geholt. Okay. Immerhin. Tobi hat hier sehr dreist eine Stadt gegründet, hat Köln gegründet, Alter. Töte ihn. Da muss ich mit ihm noch drüber sprechen, weil ich wollte da oben eigentlich an die Küste noch eine Stadt hinmachen. Töte ihn. Blend nicht mal den Drei-Felder-Abstand da mit einem. Vor allem wie greedy, der sich hier einfach dieses Silber gesnatcht hat, dass ich das Feld gekauft, obwohl ich mit meiner Stadt tatsächlich nicht mal dahin komme. Die töten. Du musst ihn töten. Sofort. Ja, dann. Ich auch. Ich bin mal kurz weg, ich hol was zu trinken.
Jo. Boys. So. Janik? Hallo, Oskar. Ah, Tobi. Hallo, Oskar. Ja. Ist Tobi wieder da? Tobi, wir müssen über Köln reden. Hä? Warum? Er will es haben. Was? Ist ein wenig provokant da oben platziert, findest du nicht? Er nimmt sie dir ab. Das ist auf, meinem, das ist auf meinem Teil der Wüste. Er erleichtert dich davon, hat er gemeint. Ja, Mann, die Wüste ist unsere Grenze. Bam, erstmal voll in der Wüste. Du willst mich davon erleichtern mit deiner 29 militärischen Stärke, oder wie? Ja. Ja, klar. Okay. Er akzeptiert es als Geschenk. Ja. Okay. Ich würde mir sowas nicht gefallen lassen, wenn ich du wäre, ne? Tu ich auch nicht. Eine Beleidigung. Übel. Baue ich jetzt einen Schrein oder baue ich eine Galeere? Komm, Schrein gibt mir Kultur. Nur die Stadt da oben doch nur gegründet, weil du dir die Dings snatchen willst. Die was? Weil du dir das Eis, das Silber snatchen willst, um da Monopol drauf zu haben. Bitte? Was unterstellst du? Ich würde ihn töten, wenn ich du wäre. Was unterstellst du mir hier, Oskar? Ja, man, wäre nicht also, so... Also das trifft mich jetzt schon ein bisschen. Ja, vor allem da, Junge. Wo ich eigentlich ursprünglich geplant hatte, mir da oben... So eine Seestadt zu holen. Aha, er hat schon geplant, sich nicht an die Regeln zu halten, die er ausgemacht hat. Ja, aber kannst du doch nicht. Nein, das war oberhalb. Drei. Guck mal, du kannst doch die auf der linken Seite von dem Fluss, kannst du doch holen. Was auf der linken Seite von dem Fluss? Ja, da ganz oben, da kannst du eine Seestadt machen. Damit die Stadt rebelliert, weil zu wenig Anziehung da ist, ja. Bitte, klar. Ein Monument bauen. Und ein Ding reintun. Ja. Ich steh schon. Ja, Tobi. Diesmal hast du aber nicht den unfairen Hostvorteil. Stimmt. Wieso? Also habe ich eine Chance. Weil ich jetzt nicht so cool. Achso, ja, weil ich die Runden ja jetzt umgestellt habe, ja. Dynamisch. Mr. Arschka. Also. Diesmal musst du. Diesmal muss ich fair spielen, ja, ich weiß. Ja. Nee, dann kannst du nicht einfach so. Ich bräuchte mal ein paar mehr Handelswege. Aber Asker, guck mal. Ich baue Kommunikation Gesundheit. Zwischen unseren beiden Zivilisationen aus. Du siehst sie noch nicht, aber da kommt ein Händler, der geht zu deiner Stadt rüber. Der geht dann einmal durch. Überfall ihn, Mr. Asker. Töte den Händler. Ja. Der schickt einfach Händler zu dir rüber. Einfach so, ist richtig frech von ihm. Ja, er nimmt an, dass das einfach so in Ordnung für dich wäre. Ja. Wenn er einfach Händler zu mir rüberschickt. Er nimmt sich das Recht raus, ja. Okay. Hat er sich mit dir in Verbindung gesetzt? Hat er dich gefragt, ob du das überhaupt möchtest? Er hat mir gar nichts gesagt. Aha. Das ist ein Vertrauensbruch. Hä? Ja. Davon profitierst du auch? Töte ihn. Schick doch mal einen Händler zu mir rüber. Baut jemand von euch die große Bibliothek? Ich hab nur einen Händler. Und das Orakel, oder das Orakel? Ja. Das Orakel. Weil nämlich Schweden hat das Orakel auch, der baut das... Ich brauche Abadana und Zollstatue. Alter! Ja, Mann. Tobi. Oh, alles, quasi. Oh, alles. Was geht bei dir schief? Also, Aska, ich weiß nicht, ob du Krieg mit mir anfangen willst, wenn meine Hauptstadt plus 30% Produktion auf Militäreinheiten hat. Was? Doch, mach das. Warum hat deine Hauptstadt... Elfenbein! Gibt Elfenbein? Elfenbeinindustrie, Alter, wie viel Elfenbein hast du? Ja... Ich hab halt einmal eine Industrie gemacht. Warte mal, das Gewehr ist an dem aktuellen Standort, oder? Ja, bei der Stadt halt. Ich hab da eine Industrie gemacht. Ja, nein, ich meine, an dem Standort, wo du die... Zeitalter seid ihr gerade? Wo du die... Was? Welchen technologischen Zeitalter seid ihr gerade? Keine Ahnung, weit hinten.
So, ich bin Klassik, Tobi ist Klassik. Okay. Und Nubian ist Mittelalter. Gilgamesch ist schon fast bei Renaissance. Ja, der macht einfach nur einen Baum komplett durch. Ja gut, wenn er nur einen Baum durchmacht, dann ist er nicht so. Der geht da straight durch so wie Trajan. Er muss halt später dann alles nachforschen. Aber der macht das, was die KI. Ich denke, die KI macht das dann immer so, die forschen einen Ding durch und dann holen die sich das alles, wenn es irgendwie ein, zwei Runden dauert. Ja. Ist halt natürlich. Am Anfang Boni ist es ja logisch, dass der vorne ist. Ist halt, ja, der kriegt im Mittelalter, baut er seine Zikuratze und dann ist vorbei. Zikuratze sind OP. Juhu, Sydney und Melba. Achso. Reiterei. Fortbewegung für Marineeinheiten. Ermöglicht allen Landeinheiten das Wasser. Quadrinne. Das ist auch juicy. Aber ich hole mir erstmal Reiter. Juicy. Alter. Ja, Mann. Juicy ist das. Richtig juicy, wie die Kinder, die man ausleatscht. Juice. Ungeheuerlicher Vulkanausbruch. Bei dir. Einer der tödlichsten mit der gesamten Menschheitsgeschichte. Null Geländefelder beschädigt und null Bevölkerung getötet. Nice. Der war richtig gefährlich. Oh, Galeere, 4 Runden. Nein. Wobei, kann die Galeere eigentlich auch in tiefem Wasser fahren? Nein. Ah. Also, später, wenn du das hast, dann ja, aber sonst. Im Moment noch nicht, nee. Das ist noch zu früh. Ich habe Magdeburg gegründet. Und mach ich einen Handwerker. Oh, da unten, Alter. 20 Runden. Ja. Das ist aber viel. Ist und da unten habe ich dann nämlich die Anwohner dran. Ja, will ich ja. Weil ich mache in der Mitte von den drei Städten, mache ich einen riesigen Distrikt-Dingsy, dass sie sich alle gegenseitig hochboosten. Was für ein Distrikt-Dingsy? Wie meinst du das? Ja, so ein Distrikt-Dingsy. Ich mache da einfach komplett riesiges, so ein riesiges Distrikt. Nein, du meinst, du willst die alle zusammen. Du baust da nochmal eine dritte Stadt hin? Nein. Stadt. Du meinst, du willst hier in der Mitte von den drei Städten und dann, damit die sich alle gegenseitig carryen. Genau, damit sich alle gegenseitig carryen. Okay. Oh, das ist mein Plan. Das ist schon schlau von dir. Richtig schlau. Weißt du, was ich schlau bin? Naja, so siehst du halt nicht aus, aber. Okay, alles klar. Was hat er gerade gesagt? Alles was hat er klar. Das hat er nicht wirklich gerade gesagt, klar, zu dir, doch, oder? Er hat's gesagt. Ich glaube, er hat's gesagt. Ich würde mir sowas nicht gefallen lassen. Tu ich auch nicht. Ich würde das sofort kriegen. Also ich würde jetzt meinen Dings fertig bauen und dann hochmarschieren. Er hat diesmal nicht seinen Stadtstaat, den er, mit dem er sich einfach so Sachen kaufen kann, wir glauben, ne? Also. Würdest du es machen, ne? Ich würde dir auch helfen. Nein, ich bin doch. Ich würde dir auch helfen, wenn ich dich sehen würde. Alter, wenn er einfach den Elfenbein gekauft hat. So ein Scheiß hier. Ja, ich wusste, dass du dir den holen wirst. Ich wollte das noch machen, bevor ich zum Essen gehe und dann habe ich es einfach. Krieg. Das ist eindeutig Kriegserklärung wert, ja. Dann kaufe ich mal das Silber da oben. Welches Silber? Das ist da. Hier. Hier, da komme ich nicht ran. Hey, doch, da wärst du rangekommen, du Idiot. Ja, 100.000 Runden, weil ich kein Geld dafür habe. Wenn er kein Geld hat. Ich muss die Gold, die Runde. Weiß gar nicht, was mein Geld LOL! Hat. Ja, Mann. Ich krieg echt 13, aber ich krieg minus 5 durch Städte. Wenn mein Händler endlich mal fertig wäre. Die sind alle. Ja. Da hochschippen. Eine defensive Gebäude. Was habe ich hier für Felder? Park und Hafen, bitte. Das könnte ich auch abbringen. Komm, noch 2 Runden, dann ist da die Wassermühle fertig. Ich muss da mal endlich ein Ding bauen. Tempel. Da kann ich was mit Glauben kaufen.
lieber erstmal Stadt machen. Ich... Wilhelmina. Wie viel kostet denn so ein Dings? Was? So ein Propheten oder so ein Verbesserungstyp. Was meinst du? 400 oder sowas. Also, wenn du keine. Oh, wobei, wo ist denn der? Achso, ich kann keinen Propheten mehr holen. Okay, ich kann den. Ja, nein, kein Propheten. So ein Priester-Dingens. Hallöchen, Christina, bist du Elefant? Achso, meinst du so einen Apostel? Der kostet dich mindestens irgendwie. Ich glaube 300 oder so. Oh, okay, gut, da können wir locker kaufen. 300, 400 oder so. Die sind halt teurer als die Missionare, aber die Missionare können halt deine Religion nicht verbessern. Aber der Apostel, der wird halt sofort verbraucht, wenn du das einmal machst. Weiß ich, Tobi vor allem durch die Wunde die ganze Zeit hat er vorgesnappt. Christine hat sich Dings geschnappt. Was für ein Wunder, wovon redest du? Die ganzen Weltwunder. Hä, ich habe ein Weltwunder gebaut. Ja, du baust doch irgendwie 1000 gerade. Nicht? Nein. What the fuck, man, das war ein Bait. Ich baue keine 20.000 Wunder. Nicht keine Namen haben wollen. Guck, da ist mein Händler. Schickst du den zu meiner Hauptstadt, oder? Nee, zu der Hauptstadt konnte ich nicht durch. Ja. Ich hab den noch nicht entdeckt. Er will wohl deine Hauptstadt kaufen. Was? Nein, es wäre besser gewesen. Willst du es nicht holen? Weil ich dann einen Weg gehabt hätte, Leute, wenn da der Bautrupp ist. Und wenn Berlin katholisch wird. Ja, willst du mal hier anfangen, vielleicht einen Religionskrieg gegen die zu machen? Ich hab nicht genug Glaube, um den Religionskrieg zu machen. Was kriegst du eigentlich? 20. Super. Moment, was? Wann kann ich... Na, ganz... Glauben missionieren. Ich kann dem... Was bringt es denn, wenn ich eine Beförderung gebe? Dem Apostel? Dann gibt er extra Bonis. Die sind halt besser, krasser als die Missionare. Aber. So, aber ich kann. Jetzt verstehe ich. Komm, ich baue jetzt einen Tempel. Oh, in beiden Städten einen Tempel. Wo habe ich eigentlich? Habe ich noch nicht. Ist ein Gewässer noch bis Kartografie erforscht wird. Wo ist denn Kartografie? Ah, scheiße. Kann nur Küstengewässer operieren bis Kartografie. Ah. Uff. Die aktuellen Schiffe sind richtig kacke. Bei was müsste ich denn? Aber. Bonus, hab 2 Galeeren. Ah. Ich brauch 2 Galeeren. Kann ich wenigstens ein bisschen rumfahren und kann gegen die Barbaren falten. Ich hoffe, dieser scheiß Barbarenspeer holt sich von dem Stadtstaat den Handwerker. Ich hab einen Gouverneurtitel. Ich verstehe gar nicht, wo ich so den um den Vulkan rumschickt. Das war. Gibt das hier? Okay, sehr schön. Hat den jetzt gesnatcht? Ich glaube nicht. Doki Doki. Mit Tobi 24 Kultur bekommt durch seine 50 Städte. Du kriegst ja 0 Forschung. Ja, no shit, Sherlock. Nubien bekommt 25 Religion, okay. Sprich, Glaube.
Jetzt kommt die Krieger vom Stadtstaat, Alter. Muss mal oben die Stadt da holen, die Stadt mal verbessern. Damit die mal ein bisschen mehr Nahrung kriegen. Die haben da zwei Bürger. Fucking Hafen City, Alter. Komm nicht aus sich raus. Auch drei Minen, oh. Mal auf das Silber eine bauen. Die Produktion. Ich brauch noch ein Zeitalter. Okay, ich habe alle Zeitalter. Beste Leben. Wenn das Zeitalter dann ist. Wie lange dauert das bis zum nächsten Zeitalter noch? 10 Züge jetzt. Schwierig. Ich kann 2 Heurekas triggern noch. Dann kriege ich aber trotzdem nicht genügend Punkte, um in normales Zeitalter zu kommen. What the fuck? 3 Production. Daher kriege ich das. Und krieg ich den Rüstern. Oh, Nubien handelt hier. Kriegen das nach Osaka. Was ist das denn für ein Schmarrn? Hm? Was? Warum konvertiert meine Stadt zu einer anderen Religion? Naja, wenn in der Nähe eine Stadt ist mit einer anderen Religion und die haben viel, viel mehr Bürger als du. Dann üben die religiösen Druck aus und konvertieren dich. Das ist eine Stadt, und zwar ein Stadtstaat unter mir. Ja, wie viele Bürger hat der Stadtstaat? 4. Und ich habe 6. Normalerweise müsste andersrum eigentlich sein. Naja, es kann auch sein, dass die da welche hingeschickt haben. Ja, gut. Ja, wenn der Stadt, wie weit ist der Stadtstaat weg von deiner, ziemlich weit weg. Okay. Wäre es jetzt recht, wären sie recht nah und würden in die Mitte gehen. Und wenn da auf dem Feld, dann könnte das rübergehen und einen Teil deiner Leute bekehren. Nee, die ist eigentlich auf dem anderen, also die ist ewig weit weg. Okay. Warum konvertiert die nicht zum Juden? Hä? Was ist denn das für ein Schmarrn? Druck 3. Druck 950. Aber Druck 3 ist stärker aus irgendeinem Grund. Okay. Ah. Ja. Macht Sinn. Macht so viel Sinn. Chillig, ich kann mir einen Händler kaufen. Erstmal einen Händler hier gönnen. Ursprünglich Buenos Aires Hauptstadt. Was? Die haben Buenos Aires eingenommen? Warte, was? Oh mein Gott! Diese Wichser! Da war ich nicht so zerreden. Ja, ich weiß. Der Hurensohn. Da bin ich halt jetzt zu zerreden in dem scheiß Dingstadtstadt hier unten. Dabei bin ich eigentlich derjenige, der die ganzen Stadtstaaten töten müsste. Ja, weil du hier der krasse Anschluss. Krieger bist. Anschluss. Was ist der Anschluss? Naja, Anschluss. Kennst du nicht die...
Damit die an dein Reich anschließen, oder? Hä? Du bist, ja. die, du, bist, du, du, bist du, du eroberst sie nicht. Du integrierst sie nur in ein wesentlich besseres Reich. Ja. Ja, er spielt halt auch den ins Heilige Römische Reich. Ne? Also. Friedrich Barbarossa. Fucking Barbarossa, Mann. Barbarossa. Der gute alte Kaiser im Fass. Der gute alte Friedrich. Der im Heiligen Land ertrunken ist. Ich frag mich eigentlich nur, wenn Barbarossa hier auf Saladin trifft, ja. Ob es dann da automatisch Entspannungen zwischen denen quasi gibt. Weil die Frage ist, ob das derselbe Saladin ist, der da gegen Barbarossa gekämpft hat. Sag mal, farmt wirklich niemand anderes einen großen Händler? Scheiße. Anscheinend nicht. Hab schon lange einen. Wie keine Händlerpunkte. Hast du den gekauft? Warum verliere ich? Ich verstehe das nicht. Zuvor rekrutiert. Protestantismus? Nein! Tatsache. Wo hast du denn den großen Händler herbekommen? Ich verstehe den Sinn nicht. Warum eine Stadt? Gut, ich habe jetzt einen großen Wissenschaftler. Ich komme doch nicht in dunkles. Wie viele Stadtscharten sind da bitte noch da? Nur noch zwei. Nicht mehr so viele. Es waren mal fünf. Sieben Züge. Ziemlich wenig eigentlich, um ehrlich zu sein. Ist die jetzt immer noch so zeren? Ja. Ja. Amitore hat hängende Gärten gebaut. Ja, er erklärt mir Krieg. Wer? Ich sehe jetzt nichts mehr, Alter. Gilgamesh. Ein Ripp. Der Gilga. Was sind das? Niederlande, Galeeren. Ist die Niederlande. Ja. Tatsächlich ein interessanter Ort. Und den löse ich jetzt. Habe ich jetzt Heurikas bekommen? Klinikbonus, Steigbügel, Rasegel. Hätte ich dafür gebraucht? 30. Eine Feudalismus-Ausrichtung. Okay, das hätte ich nicht gemacht. Was hat der andere? Rasegel. Liegt eine Einheit mit einem Musketier. Das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Wenn die Klassik in 5 Zügen endet, beste Leben. Yo! Mit einer Einheit hat er meine Stadt erobert. Wer Gilgamesh? What the fuck? Ja? Mit diesen Kriegswagen. Lol. Ich hab nur einmal angegriffen. Bist du im Krieg mit Gilgamesh? Ja, weil der mir Krieg erklärt hat. Oh. Ja, weil der halt direkt neben mir steht. Warum? Ja, okay, also konvertiert in einer Runde zum Protestantismus. Meine Hauptstadt. Also irgendwie ist mein Spiel gerickt. Ja, die Frage ist, wollen wir da noch weitermachen? Hallo? Warum? Der Land hat mit Einbauung. Gemeinsame Krieg. Ach, die möchte, dass ich in den Krieg mit Amitore ein. Die möchte mir 5 Gold geben. Ihr könnt das Ziel eines gemeinsamen Krieges nur ändern, wenn ihr diesen Krieg initiiert habt. Und die will mir offene Grenzen geben. Aber die möchte, dass ich in den Krieg mit einsteige. Nein. Da habe ich Niederlande wahrscheinlich gekillt, aber.
weiß nicht, ob das so schlau ist, einen Bezirk auf Schömland zu bauen. Warum soll das denn nicht schlau sein? Weiß nicht. Nicht so gut, weil mein Handelszentrum dann überschwemmt wird. Ach so. Aber plus viel Gold kommen. Der dann, die Admiral. Der auch immer im Nirgendwo steht. Herr Aska, hm? Ich könnte Straßen zu Haven City machen. Haven City, kannst du auch machen. Aber die ist nicht so gut wie die zu deiner anderen Stadt davor. Oh, die war Bahn im Eis. Und vielleicht auch eine Straße darunter machen, ich glaube, die ist natürlich. Was hatten hier... dunkelgrüne Grenzen mit beigem Rand innen. Weiß ich nicht warum. Weil ich ja so eine Grenze gefunden habe, aber ich habe die Zivilisation noch nicht entdeckt. Irgendwas kämpft hier gerade. Oh, die Bogenschützen greifen hier mein Schiff an. Also ich bin Rip. Der hat mich besiegt. Echt jetzt? Ja, Alter, der hat eine 300.000 Armee. Und der ist fortgeschritten. Der hat jetzt schon Dinger. Oh, Australien habe ich gefunden. Ja, das bin ich. Oh. Gilgamesh ist halt schon im Mittelalter. Hat jetzt schon Schießmusketen, Alter. Ja, okay, das ist RIP. Ich bin tot. Ja, gut, wollen wir da noch? Jetzt Gilgamesh, Alter. Also wir können dann jetzt auch aufhören. Wenn Janik Grip ist, dann... Tobi? Hm? Ja, was sagst du dazu? 70, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, ein neues anzufangen. Wir können auch morgen oder so... Je nachdem, ich weiß nicht, Janik, musst du morgen wieder arbeiten? Ja. Wie arbeitest du da? Wie arbeite ich da? Ja, wie es bei dir dann zeitmäßig aussieht. Ja, ich hab Frühdienst. Okay, also könntest du am Abend dann spielen? Ja. Okay. Ich hab spät, ich kann halt erst ab 21 Uhr. Ist mir zu spät. Ist dir zu spät. Okay. Ja. Ihr könnt ja weitermachen. Ich weiß nicht. Warum nicht? Würden wir jetzt aufhören, dann könnte ich noch rausgehen. Wäre tatsächlich keine so schlechte Idee. Ich meine, ich kann den... Wenn ihr jetzt raus, wenn Aska, wenn du jetzt rausgehst, bist du dann einfach von der KI. Ja, dann ist er in der KI, genau. Ja. Dann spiel ich solo weiter einfach. Kannst du auch machen. Und das ist eigentlich eines der ersten deutschen Games, die mal ganz okay verlaufen. Ja, müssen wir mal gucken. Also, da müssen wir mal gucken, wann wir spielen. Ich konnte halt erst wieder am Wochenende. Also, zieh lieber nächsten Freitag dabei. Nächsten Freitag. Die Frage ist, wann? Ich kann halt erst. Ich habe halt die ganze Woche Spätschieß. Ich kann halt erst. Ich kann halt nur am Abend. Ab 21 Uhr. Freitag kann ich ja spät. Das
ist das jetzt nicht so schlimm. Okay. Und Tilly denke ich jetzt mal auch. Also, dann müsste es gehen. Dann spielen wir am Freitag wieder. Okay, danke. Jo. Ja.